So. Jedenfalls. Ja, die Band. Super. Auch super. Okay. Jedenfalls, als das Telefon klingelte in dem Geheimmarkenkoffer, der dem einen und einzigen Sterblichen gehörte, der möglicherweise in der Lage war, dieser ganzen sinnlosen Zerstörung ein Ende zu bereiten und Amerika zu retten, wurde der Telefonhörer abgenommen von einer starken, männlichen und behaarten Hand. Und eine starke, männliche und glatt rasierte Stimme sagte: Was ist? Soll das ein Witz sein? Kein Witz. Also, du sagst, du hast da einen Berg mit einem Baum drauf, der ihm aus der Schulter wächst. Ja, hast du wohl nicht alle. Also, eine richtig unglaubliche Zerstörung. Was? Der wird auch noch wegen Wehrdienstverweigerung gesucht? Ah, Tagessatz okay und Spesenkonto. Okay. Und was tut der Bäckerhock so unglaublich toll und hip war? Name, den Job. Zur Rettung Amerikas natürlich. Auf der Stelle an. Ein paar schlechte Flügel, die er anschließend mit billiger Aluminiumfolie umwickelte. Dann rannte er schnurstracks mit den unter seine dezent sonnengebräunten Arme geklemmten Flügel zur nächsten Telefonzelle, öffnete die Telefonzelle, stellte sich hinein und beschmierte die Innenseiten seiner Oberschenkel mit leckerem Grafschafter Goldsaft Zuckerrübensirup. Alsbald nun begann sich die Telefonzelle mit fiesen Fliegen zu füllen, mit fiesen Tausenden von kleinen Fliegen, die alle ganz begierig den Sirup von Studebaker-Hocks Innenseiten der Oberschenkel abschlecken. Studebaker-Hock nun! Nicht dumm, hielt seine Unterhose unten an den Beinen weit auf, damit die Fliegen alle gut rein konnten. Als nun die letzte der Abertausenden von Fliegen in seiner extrem dehnbaren Unterhose verschwunden waren, beugte sich Studebaker-Hock nach vorne, streckte seinen Kopf zwischen seine nicht mehr ganz so Sirup verschmierten Beine und sagte mit einer lauten und sehr deutlichen Stimme: New York! Studebaker-Hock, yeah, yeah! Studebaker-Hock, und die Telefonzelle und alles hoch vom Parkplatz ab und flog über Flüsse und Seen, über Täler und Berge. Und da wir gerade von Bergen reden, blenden wir uns doch einfach an die Stelle, an der sich Studebaker-Hock bis zu Billy the Mountains Mund hochgearbeitet hat. Ton ab! Ja, Billy, hör mal, du musst mich auch ein bisschen verstehen. Ich bin den ganzen weiten Weg hierher gekommen, um dir ins Gewissen zu reden. Hör mal, unser starkes Land und unsere großartige Armee brauchen dich. Billy, du kannst nicht ewig davonlaufen. Ethel schüttelte zornig ihre Äste, aber Studebaker-Hock, cool gelassen, ungerührt, fuhr fort. Also du verdammtes Kommunistenschwein, entweder du setzt jetzt deinen Arm in Bewegung und erscheinst sofort zur Musterung, oder ich werde dafür sorgen, dass man dich zur Aufschüttung eines Sumpfes in New Jersey verwendet. Jawohl doch, und aus deiner kleinen Ethel hier machen wir Besenstiele, Bügelbretter, Beistelltische oder andere Dinge mit B. Haben wir uns jetzt verstanden, Billy? Ja, Billy lachte nur. Wenn du glaubst, ihr könnt mich einziehen, dann bist du total verrückt. Unglücklicherweise stand aber nun Studebaker-Hock direkt am Rand von Billy the Mountains Mund, als der riesige Berg lachte. Ihr erinnert euch vielleicht noch an den Anfang des Liedes, was da passierte. Nun, es kam, es kommen musste, Studebaker-Hock verlor den Halt und stürzte ungefähr 12 Kilometer tief in einen Haufen Geröll. Ah! Tja, da kann man sehen, dass man sich mit einem Berg besser nicht anlegen sollte, oder wie es auf Englisch so schön heißt. Don't fuck around.
Danke, Billy the Mountain.